Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Wir sind mit unserer Dame hier in Ichamur vom Königreich Kanakegit und wir gehen jetzt dem nach. Wir haben eine Quest zum Abgeben. Wahrscheinlich direkt nach Dista, hä? Wir können dem Weg folgen, das ist sehr gut. Schön. Ja, aber du bist ein bisschen schneller als ich. Ah, du schaust erst schon da oben. Dann gehen wir nach Dista. Genau. Gut, kein Zeitlimit. Dankeschön. So, wir gehen zu diesem Dorf hier oben. Sehe ich den Namen gerade nicht. Bulaban, genau. Weil wir dort müssen ja, das Geld abholen. Den Leuten sagen, sie sollen Geld abtreiben. Die haben schon solche Geld. Ich mag das nicht. Müssen schon ihr Geld zahlen. Nein. Oh. Bulaba. Ja, wir haben viel geschafft im letzten Part. Banditen gejagt, Steppenbanditen, die Bauern angegriffen haben. Leider keine Bauern bekommen. Frauen. Die Männer interessieren uns ja nicht, wir haben sie genug. So. Ja, machen wir. Ohne das Dach. Was klärt diese Gefahr, Artimene? Artimene, du bist der, der nicht zum Trupp gehört, ja. Streitereien. Oh, expire. Könnte jetzt bald Krieg geben, hä? Okay, Wehrgier ist gerade ein bisschen kaputt. Sind viele besiegt worden. Ja klar, Verhältnis ist verschlechtert worden. Irgendwie hat das mit der Zufriedenheit noch zu tun, dass die besser waren dann an Ding. Wie kann ich jetzt eigentlich wissen, wo die genau sind? Muss ich mal kurz in eine Burg gehen. Ich muss zuerst einmal Tirida Neuan. Oh, das wird schwer. Tirida Neuan. Tirida Neuan. Da. Bulugu. Hä? Bulugu, wo ist denn das? Da. Ja. Wir gehen jetzt zuerst einmal Richtung Ding. Jarl Lorgasson. Kommt ihr Taxen. Ein Krieg müssen wir mithelfen, hä? Aber nein, Wehrgier möchte ich ja jetzt nicht angreifen, wenn sie so schwach sind.
Ich hätte die Banditen angreifen sollen. Und wo ist Ergelion? Oh, das wird schwierig sein zu finden. Ich dachte, ich kenne die Stadtnamen so langsam, aber man vergisst es dann immer wieder ein bisschen. Beziehungsweise nicht vergessen, sondern einfach nicht. Ah ja, genau. Nicht mehr zuordnen. Die Namen kenne ich. Da. Mit dem Walddamm sehe ich dich nicht. Ah, Monika, geht's noch. Gut. Kurz nach Kurau. Okay, das ist nur bauen. Besuchen. Karawanen. Der Rolf. Nein, du kommst nicht mit. Verzicht dich. Ja, das ist so, das ist geil. Man frisst doch nicht immer so viel Brot, Ding. Essen. Das ist alles sehr teuer hier, also sind sie sehr arm, diese armen Vegis. Wir müssen den König stützen. Schon wieder abgebrochen, die Armen, es war dir. Was ist mit dir, Alei? Nur weil ich das Vieh nicht abding. Frechheit. Oh, die Bauern brauchen Vieh. Ja, ich sehe verärgert, das wollte. Oh Mann, Frechheit. Ja, holen sie das Vieh halt selber. Okay, sie waren ja sehr unter Druck. Ah, ich muss kurz schauen. Largasson. Die haben keinen Krieg, hä? Ich rate auf den Tat Largasson. Quinn. Das ist wieder das, was ich nicht weiß. Das soll sein Dorf. Muss ich nicht wissen. Fenade. Ja, jeder hasst Adime. Sache unterstützen. Gut. Da. Ja, es ist ungewöhnlich. Ja, darum spiele ich es ja. Ich will ein bisschen eine Herausforderung. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwer als Frau. Aber sowieso für ein Dorf muss man halt etwas Ding und eine Schnake in meinem Zimmer. Blöde Stechmücke. So, nach Sargov. Ah, jetzt gehen wir noch Banditenjagen, genau. Der Wachmann ist hier. Was ist los? Wer frisst das Brot? 52, boah. Haben wir bald keine Nahrung mehr. Also ich denke, hier sind nicht viele Banditen. Ich weiß nicht, wo die Banditen sind, aber scheinbar habe ich jetzt hier schon ein bisschen mehr Ding. Eine neue oder ich glaube irgendeine hat von den zwei neuen. Ja, die hat Wegfindung. Spurensuche, genau. Aber wieso ist Taktiken da noch?
Allerdings sind alle zusammen bei Heilung. Bei Taktiken nicht. Also Taktik ist ein Weg. So. Die wollte ich nehmen. Jagen. Damit ich ein paar gute Sachen bekomme. Deserteur ist doch gut. Dafür geeignet. Lol, das sind ja... Hä? Wann sind das? Ja, okay, sind nicht immer Berittene. Nicht mehr ein Pferd töten. Scheiß Bandit. Jetzt lass mich mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Blöden Reiter. Also es wird wahrscheinlich nicht unbedingt leichter, wenn wir alles nur Reiter haben. Okay. Eventuell dann bei Belagerung und so. So, danke. Gut. Ja, was habt ihr? Was ist denn das für ein Deserteur gewesen? Ich hab keine Rüstung, also werde ich Deserteur. Frech? Ah ja, stimmt. Der Bunduk. So, eine Frage. Was möchtest du denn lernen? Ausbilder, hm? Bist du unser Ausbilder? Intelligenz, Intelligenz, Ausbilder. Du bist unser Armbrustschütze, unbedingt. So. Hä? Aha, wegen dem Ausbilder, hä? Dann nimmst du noch erste Verbrechung, machen wir nicht. Anführerschaft nehme ich. Eisenschwarte noch. So. Ja, gut. Weiter geht's. Ich empfehle, wenn ihr so Banditenlager ausrottet und so, also alles, was so mit Gebäude zu tun habt, tut die Begleiter am Anfang nicht ganz nach oben. Ich hab's gemacht. Sie sind relativ schwach und sterben schnell. Deshalb am Anfang. Und sie dann, ja, halt ein bisschen ausgebildet sind, können die schon nach oben halt. Für mich sind sie immer noch zu schwach, aber je nachdem. Dann gehen wir nach Yaribe, dort haben wir einen Banditen gesehen. Gehen wir dem nach, hä? Er ist zu schnell, hä? Vielleicht so, dass er aufhaltet. Genau. Schön, heute ein Kampfpart. Ich reite immer, bis sie schießen. Und dann nicht mehr. Wenn ich dann immer extrem aggressiv sein. Und ich Reiter habe. Wenn ich nicht Reiter habe, dann kann es vielleicht schmerzhaft sein. Dann greifen sie mich weiterhin an. Oh, das sind noch gute. Gut gepanzert. In Sachen Überlegenheit, ich werde irgendwann mal, also ja, relativ schnell dann mal wieder schlechtere Sachen equippen und so weiter. Und die Truppen austauschen, wenn ich eine Burg habe.
Ich werde dann wahrscheinlich die Ausrüstung auch austauschen. Das erste Mal. Ich werde relativ schnell auf zu einer Burg kommen. Mel, wo, ja, ich will eine Burg sofort. Ja, und er ist erfreut. Und ja, er will mich wiedersehen. Oh, er will mich sehen. Oh. Ja, den können wir mal aufstufen. Hä? Die haben wir aufgestuft. Ja, da kannst du auch aufstufen, ja. Aber die Sklaven, die, hey, geht's noch? Ich nehm's. Cool, eine bessere Rüstung. 36 haben wir auch. Gut. So. Damit ich auch besser sehe, welche ich lagern will, mache ich ein Pferd dazwischen. So. Ja, ich muss irgendwo Banditen wiederfinden. Komm schon. Deserteure. Na, 4955. Greifen wir an. Kommt schon. Noch ein bisschen. Ja, wir sind. Ja. Gut. Die sagen immer das Gleiche. LOL! Der kann mit mir kämpfen. Der bekommt wahrscheinlich alles das Ding. Alles Ruhm ab. Das geht mal gar nicht. Der ist meilenweit weg gewesen. Okay, wir bekommen Ruhm dazu. Auch die Ausrüstung möchte ich gern haben. Und sie auch schlecht ist. Ich stopp's in mein großes Inventar. Und ihr habt nichts davon. Weg ihr, Soldat. Oh, Scharmützel. Heggis Scharmützel können. Hä? Okay. Ich helfe den Wergier. Aber nehme die gefangen, die Deserteure sind. Okay, schon, aber. Also die schwachen Haufstufen. Die sind noch nicht so teuer. 80 Dinar, ey Gott. Solchen Schrott. Den soll ich mitnehmen. So. Wir müssen, Stärke hochstufen. Ja, nämlich. Ich mach das noch und dann mache ich in Turnieren mit. Ah, geht noch nicht. Aber Waffenmeister, wichtig. So. Dann hier nehme ich, ja, werfen. Stangenwaffen wäre auch gut. Ja, ja. Ich werde immer das, was tiefer ist, hochstufen. Dann bekomme ich extra Punkte über. So, dass ich das auch weiß, was das genau war. Gut, dann gehen wir nach Rivachek und laden mal die Banditen aus, wenn es geht. Oh, ist ein Rivachek gewesen. Ja, Langboden.
Gut. Hab verstanden. Ihr dürft's lesen, ich nicht. Was soll diese Sauerei? Diese Lösegeldvermittler sind nie im richtigen Zeitpunkt da. So. Ich finde, die Fähigkeiten sind jetzt gerade momentan recht schwach dran. Ja. Was sieht man da aus der Ausrüstung da, die so feil gehandelt wird und wie teuer die sind und so. Ja. Komm, wir gehen mal in die Stadt dort hinten. Zuerst mal kurz schauen, die haben was Gewürze? Ein Dorf bei den Wege hat Gewürze. Na gut, Seeräuber. Ja. Fünf vier. Oh, gut, machen wir. Ah, das ist schön. Doch die Grafik hat nicht so schön, aber so Buchten mag ich. Ja, Cheremos. Glatzkopf. Hier ist niemand. Ja, dann geht die hier hin. Ja, okay. Wir gehen gemeinsam. Hallo, blöde Artiman. Hey, jetzt reicht's. Ich schmeiß dich bald raus. Er wird sowieso bald den Trupp verlassen. Ja, und wir sind die berüchtigten Seebanditen, die nichts machen. Immer dann angreifen, wenn sie wirklich angreifen wollen. Dann haben sie keine Deckung. Und so ist mit einer Axt haben wir kein Problem mehr mit Schild. Sie hatten zwar schon ein bisschen aus, aber mehr Schläge nicht. Hey, Frauen, schlägt man nicht, sonst mich nicht. Oh Gott, wie viel sind denn dort? Die töten meine Einheiten. So viele dorthin. So, schaffe ich das nicht. Sonst nicht. Aber ich bin die Beste. Und Jeremus auch. Ah, vor Bunduk. Der Bunduk ist das. Aber der Jeremus hat da noch einen getötet. Aber das ist falsch gesehen. Super Bunduk. Aber das waren so viele, die waren wahrscheinlich zu Hause. Man sieht's halt nicht. Oh, Trauben. Ich glaube, die werden nicht schlecht, gell? 40. Gut, dann gehen wir noch kurz in die Stadt. Und
dann ist der Part leider auch wieder vorbei, aber wir haben viel erreicht. Die wollen mich jetzt jagen. Ich hab keine Chance. Ich hätte keine Chance. Ja, wir jagen dann wieder Banditen im nächsten Part. Warten auf den Krieg. Ah ja, was will ich kurz schauen? Berichte. Fraktionsbedienung. Beziehung. Ah, das sind wir. Aber ich möchte das, was... Anzeige Fraktion. Kanat Kergit. Ja, nichts. Warten wir noch. Leider müssen wir warten. Nun gut, jetzt gehen wir noch kurz in die Schenke und dann beenden wir den Part. Turnier. Wollen wir das nächste Mal in einem Turnier mitmachen? Oh, super. Ja, wir wollen. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir werden dann aber übermächtig, wenn ich das gewinne. Also ich werde auf jeden Fall auf mich setzen. So, ihr habt Brot für 39, das ist gut. Ja, ich sollte vielleicht zuerst verkaufen. So, und dann Brot geben und in den Rest nach oben hauen. Ach, freue ich mich auf Bannerlords. Dem zweiten Teil dieses... es ist der zweite Teil, weil das ein besonderer Teil ist, gehört nicht zum zweiten Teil. So. Ja, ich denke, ich mach's. Also, wir könnten ja mal ein paar machen, wo ich einfach mal ausprobiere, ob es schaffen, sonst einfach neu laden. Gut, sonst werde ich das natürlich nicht machen, auch aus Rollenspiegeln. Aber es ist wirklich abhängig, was wir für Waffen haben. Also mit einem Stab kann man fast keine Gegner töten. Das ist sowas von extrem böse gemacht. Nun gut, ja, werde ich auf die nächste Aufnahmesession denken. Ich muss bald zum Doktor. Und dann, ja. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Macht immer mehr Spaß, dieses Spiel. Auch wenn es natürlich sehr viel Unfeinheiten gibt. Aber lieber als bei den Mods so extrem viele Problemchen haben. Gut, und wir werden immer wieder ein bisschen Schwäche machen uns wieder, dass wir nicht zu übermächtig werden. Also, Dankeschön fürs Schauen. Auf Wiedersehen, euer Dragobuzzler. Tschüss.